Ihr Lieben, es geht wieder los. Ich bin mittendrin im Messefieber und zwar geht es um das diesjährige Tiny House Festival in Karlsruhe. Und ja, wir hatten das ja letztes Jahr schon gemacht. Wir haben uns da wirklich reingestürzt und relativ kurzfristig noch ganz, ganz viel auf die Beine gestellt. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird es noch krasser. Also alleine letztes Jahr haben wir um die 2500 Menschen eingesammelt, die an unseren Produkten für Tiny Häuser, Tiny House Projekte, Grundstücke etc. ein Interesse haben. Und ja, jetzt fühle ich mich wieder so ein bisschen wie letztes Jahr, nur noch besser, noch gestärkter und noch, also ich weiß jetzt einfach, wie der Hase läuft. Ich dachte schon, letztes Jahr wäre ich so die Ikone dafür, das Thema Tiny House gewesen. Und ich muss zugeben, ich bin wirklich nach einem Jahr nochmal einfach besser in diesem Thema geworden. Und ich glaube, man kann das unschwer erkennen. Ich habe mich dem Thema Tiny House wirklich verschrieben. Und freue mich jetzt auf jeden Fall, mit euch so ein bisschen über die Messe zu sprechen, auch gerne ein paar Infos zu geben, wie ich da so vorgehe, wie man das Ganze wirklich zu einem geilen Messestand, zu einem guten Messeerfolg machen kann und ja, an welchen Themen ich gerade so noch hänge, was für Engpässe es gibt. Es ist auf jeden Fall so viel, weil es ist nicht einfach nur ein Produkt, was wir so seit 10, 11 Jahren vertreiben, wie unser Maklerprodukt, unsere Dienstleistung, dass wir Immobilien vermarkten, sondern es ist einfach so viel krasser. Also zumindest fühlt es sich so für mich an. Und jetzt gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen durch, was ich so vorhabe, was ich alles im Kopf habe. Und ja, ich würde mich natürlich total freuen, von euch auch nochmal so ein paar Ideen zu bekommen, wenn ihr sagt, boah, das wäre noch echt ein richtig cooles Highlight für den Messestand und für den Erfolg am Ende des Tages. Also im Grunde genommen sind wir gerade an dem Stand, dass wir ein richtig tolles Produkt haben, was wir gerne auch persönlich auf der Messe zeigen wollen. Ich habe tatsächlich extra sogar ein Grundstück gekauft, wo wir jetzt so ein Modul fertigen, da drauf stellen und dann als gesamtes Neubau, Einfamilien, effizienter Wohnenkonzept verkaufen. Aber wir werden nicht schaffen, diese zwei Module, die miteinander zusammengeführt werden, auf der Messe auszustellen, also vorher zu produzieren, zu liefern, abzuladen und dann eben auf der Messe zu zeigen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, etwas anderes zu zeigen. Und das ist natürlich einfach auch mega, weil ich jetzt für mich gecheckt habe, krass, wir haben da eine unwahrscheinlich krasse Möglichkeit, das Ganze auch unfassbar gut zu skalieren. Ja, also, dass wir das nicht so nur so klein denken müssen und mal hier steht ein Häuschen und da mal steht ein Häuschen, sondern dass wir das Ganze einfach noch viel größer denken können. Und zwar geht es darum, dass unsere Tiny Häuser wie, also auch, ja, also wir haben die Modulhäuser und auch die Tiny Häuser on Wheels, mit denen man tatsächlich das genehmigt bekommt wie ein Wohnwagen, auch finanziert bekommt wie ein Wohnwagen. Das heißt, wir brauchen keine Schnitte, keine Baugenehmigung, keine, alles, was man da so braucht normalerweise für ein ganz normales Gebäude. Natürlich auch kein Grundbuch und nix, ja. Das heißt, es ist so unkompliziert, diese Häuser nicht nur als Käufer zu kaufen, sondern auch für mich als Verkäufer zu verkaufen. Und das muss ich schon echt sagen, das ist für mich so ein persönlicher Durchbruch geworden, weil ich ja auch dafür ja Grundstücke beschaffen kann, wo man diese Häuschen draufsetzt. Ja, also das heißt, für mich ist so dieses ganze Thema Tiny House nicht nur so ein Punkt von, wie vermittle ich jetzt irgendwie eine Immobilie, sondern wie verkaufe ich natürlich auf der einen Seite das Komplettprodukt, ja, ein Neubau, effizienter Wohnhaus, als Modulbauweise, Holzständerbauweise, wie auch immer, sondern auch so dieses Thema, okay, ich kann auch ohne eine Baugenehmigung diese Häuser auf Rädern verkaufen. Da gibt es natürlich spezielle Dinge, die man beachten muss. Also bitte jetzt nicht davon ausgehen, ihr könnt einfach irgendein
dreieinhalb Tonner Häuschen die ganze Zeit hinter euch herziehen und könnt dann das überall hinstellen und anschließen. Also das funktioniert nicht. Aber in der Konstellation, wie wir das jetzt vorhaben und auch auf der Messe hoffentlich pünktlich zeigen können, ist das Ganze machbar. Und ich versuche ja auch immer, die Gesamtlösung zu liefern und nicht nur so, okay, ich habe jetzt hier ein Haus und du kannst jetzt hier irgendwie dir das irgendwo hinstellen und dann anschließen und kümmere dich um Architektenbaugenehmigung und so weiter, sondern ich will ja wirklich das Problem abnehmen, ja. Und ich glaube, daran scheitern einfach viele Tiny House Hersteller, weil sie merken, die Leute finden mein Häuschen nett und sympathisch und süß. Aber ich krieg's nicht verkauft, weil die Leute einfach keine endgültige Lösung dafür haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Also gerne. Wenn dich das Thema interessiert, komm unbedingt zur diesjährigen Tiny House Messe, also Tiny House Festival in Karlsruhe. Ich werde auf jeden Fall mit meinem Team vor Ort sein. Und es ist auf jeden Fall Ende Juni ungefähr und das wird eine richtig, richtig fette Party und ein geiler Messestand. Und ja, jetzt kann ich euch ja mal so ein bisschen von meinen Visionen erzählen, was ich da so vorhabe. Zum einen wird es ein Produkt geben, was ihr so noch nie in der Wirklichkeit gesehen habt. Davon bin ich echt überzeugt. Es hat so noch nicht gegeben. Es wird für euch komplett neu sein. Auch wenn ihr schon länger in der Tiny House oder auch generell Immobilienbranche seid oder in der Kapitalanleger-Immobilienschiene, ihr kennt das so noch nicht. Und da freue ich mich schon total auf eure Gesichter, wenn ihr das Produkt sehen werdet. Ja, ansonsten können wir ja gerne mal so ein bisschen drüber sprechen, was ich so vorhabe. Also mein größtes Thema ist auf jeden Fall ein Gewinnspiel zu machen für euch, wo ihr eine Woche lang in unserem Tiny House am See Urlaub machen könnt. Das ist so die größtmögliche Vision. Also das ist wirklich gerade mein größtmögliches Ziel, woran ich jeden Tag, jede Nacht arbeite. Also kommen wir mal zurück zu weiteren Themen, die ich mir so vorgenommen habe. Also ich will natürlich richtig, richtig geiles Personal vor Ort haben. Da bin ich auch schon dran, die auch gut zu coachen, gut zu schulen. Und es sind auf jeden Fall nur die Leute aus dem engsten Kreis, aus meinem Team dabei, die auch wissen, worum es da geht. Und das ist auf jeden Fall schon mal auch richtig geil, die Leute, mein Team vor Ort und meine Wenigkeit, ich bin natürlich auch da. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Letztes Jahr hatten wir ja so eine kleine VIP-Line, sage ich mal, wo wir dann alle Leute quasi in die Schlange gestellt haben. Und die konnten dann eben auf ihre persönliche Besichtigung mit mir warten bei einem netten, frischen Käffchen, was wir auch vor Ort dann daran arbeite ich auch gerade, dass wir da wieder einen tollen Barista haben. Letztes Jahr hatten wir ja Defner Kaffee dabei und vielleicht klappt das ja auch dieses Jahr wieder. Also wir sind auf jeden Fall an einer Lösung dran. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, ob das klappt, weil ich fand, es war schon ein Highlight für viele, die dann erstmal einen Cappuccino getrunken haben und dann haben sie die Besichtigung gehabt und haben dann halt eben für sich geschaut, ob das eben passt oder nicht passt. Und meine größtmögliche Vision wäre ja auch Hoteliers zu begeistern, die dann eben um ihr Hotel herum mit ihrer Infrastruktur und vielleicht bestehenden Restaurant, Biergarten, Café, Bar, was auch immer, also eine funktionierende Infrastruktur, ein Spa-Bereich oder so, dass sie zusätzlich noch Tiny-Häuser auf ihrem Grundstück, auf ihrem Anwesen anbieten. Oder vielleicht auch ein bisschen weiter weg, aber man kann eben als Gast dort auch vor Ort alles nutzen. Das wäre für mich persönlich auch so eine mega schöne Idealvorstellung, weil die Hotels, glaube ich, werden es in Zukunft schon schwer haben im Vergleich zu klassischen Airbnbs, zumindest Menschen, die so ein bisschen Freiraum wollen und nicht nur in so einem Hotelzimmer irgendwie, da leben wollen,
für ihren Urlaub. Und so ein Tiny House im Grünen, also ich bin mir sicher, da wird sich der ein oder andere hier von euch definitiv für begeistern können. Genau, also das war mal so ein Thema. Dann arbeite ich an einem ganz großen Projekt, wo es um ein Webinar halt geht für immobilienbegeisterte Makler etc., die dann in diesem Webinar über Tiny Häuser, die Tiny House Methode kennenlernen werden und dann für sich auch vielleicht ein gutes Kapitalanlagekonzept oder ein Akquisekonzept rausschlagen werden aus diesem Webinar. Und ja, das ist für mich auch ein ganz großes Ding, weil wir hier schon seit 2 Monaten dran arbeiten mit einer total tollen Werbeagentur. Also ich bin wirklich so on fire. Sorry für alle diejenigen, die ich gerade mit meiner Energie überströme. Mir ist es bewusst, aber ich krieg's gerade nicht kompensiert. Genau, dann hatte ich überlegt, meinen Papa mal zu fragen, ob er auch ein kleines Highlight setzen möchte. Da will ich aber noch nicht verraten, mit was. Dann, woran sind wir noch? Ja, die ganze Organisation natürlich, die Inneneinrichtung, die Messegestaltung an sich. Und damit meine ich natürlich den Messestand, also mit der Möblierung, mit den Theken, mit den Bannern, mit der Werbung, mit dem Fernseher, mit den, oh mein Gott, Visitenkarten, Postkarten etc. pp. Also da ist schon wirklich einiges in Planung. Und ich möchte unbedingt auch die aktuellen Projekte vorstellen, die wir jetzt aktuell so in der Planung haben mit Modulhäusern, mit Tinyhäusern. Und für mich ganz wichtig, dass die Leute einfach auch bei mir zum Thema Tinyhäuser verstehen, dass ich nicht diejenige bin, die so eine die da so blauäugig dran geht und sagt, ja, ach, das kann man dann ja einfach da hinschieben und dann muss man das auch gar nicht genehmigen lassen und so. Und na, also wirklich mit Hand und Fuß da was richtig Geiles zu bieten, den Menschen zu bieten, die jetzt einfach auch sagen, okay, ich möchte mein kleines Einfamilienhäuschen haben, ich träume davon, aber ich kann mir halt einfach diese aktuellen Baupreise nicht leisten und ich möchte trotzdem an meinem Traum festhalten, dann aber halt in einer effizienteren, gemütlicheren Bauweise. Und das möchte ich unbedingt ja auch noch den letzten beweisen, die jetzt sagen, oh, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man dann eben reinkommt und sagt, ja, cool, das kann ich mir jetzt aber doch vorstellen. Und ich werde auf jeden Fall auch mein Projekt vorstellen, wo ich in Eschelbronn ein Grundstück gekauft habe und wo ich dann, wie gesagt, jetzt 2 fette Module draufstelle, die dann ein Mehrfamilienhaus mit einer kleinen Mini-Einliegerwohnung oder so ein kleines Pflege-Apartment, also für Pflegekräfte darstellt, oder das Ganze als Homeoffice nutzbar ist, oder vielleicht für den fortgeschrittenen Teenager, der dann so ein bisschen seinen eigenen Bereich hat. Also ein Einfamilienhaus mit einer kleinen Möglichkeit noch, das anderweitig zu nutzen, als klassisch für dieses typische Wohnen und vielleicht als Schlafzimmer. Genau. Ja, also das heißt, man hat dann auch einen separaten Eingang, ne? Ja, also das sind jetzt mal so die größten Dinge. Ja, also wir wollen auch anbieten eine Grundstücksprüfung. Wenn jemand schon ein Grundstück hat, ist das da realistisch, ein Tiny House hinzustellen? Oder ist das eben nicht möglich? Alles solche Dinge. Ne? Ansonsten, genau die Projekte, die wir jetzt aktuell schon angeleiert haben, wo wir schon tiefer drin sind, Grundstücksprüfungen, Grundstücke anbieten, ist auch immer so ein Thema, dass die Leute auch gerne Grundstücke angeboten bekommen haben wollen, wo sie dann ihr Tinyhäuschen hinstellen dürfen. Und das Thema Grundstücke, genau, suchen, Grundstücke finden. Und das Gewinnspiel, ganz, 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 ganz wichtig. Ja, und aller Voraussicht nach wird auch meine Schwester mit dabei sein. Sie wohnt in einem Tiny House und kann auch dann schon mal so ein bisschen berichten, wie das eigentlich so ist. Genau. Ja, also, wenn du Ideen hast, was wir noch machen können, um auf der Messe einen richtig geilen Messestand zu haben, coole Zeit haben, Erfolg zu haben, Menschen damit noch inspirieren können, dann lass es mich unbedingt wissen. Also, schreib mir jetzt gerne hier in die Kommentare, auch wenn du Lust hast, vorbeizukommen. Tiny House Festival in Karlsruhe, so um den 29.06. herum, das Wochenende.
sind wir live vor Ort. Also ich freue mich, euch persönlich zu treffen. Und wenn ihr Lust habt, auch am Webinar teilzunehmen, entweder ich verlinke es hier schon mal oder ihr meldet euch einfach bei uns. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch am Webinar schon mal teilzunehmen. Ich glaube, das ist kurz vor der Messe. Also von daher ganz viel Liebe. Ich wünsche euch einen richtig tollen Tag und ich freue mich, euch persönlich auf der Messe oder im Webinar kennenzulernen. Bis dahin, eure Vanessa Wenk und tschüss.